So, und da ist der Rechner nochmal abgestürzt. Hoffentlich das letzte Mal jetzt für Hexuma. Also Problem ist, ich spiele das ganze Jahr im UAE, im Emulator. Und ich spiele jetzt schon seit 4 Jahren, fast 4 Jahren ungefähr an diesem Spiel. Und mit immer wieder Abspeichern in einem Hexuma mit WHD-Load und Nutzung von Save States und mit wechselnden UAE-Versionen, das ist nicht gut für die Stabilität. Aber das kriegen wir jetzt noch fertig. Also, jetzt gilt's. Also, wir hatten einen Systemfehler. Der Testlauf kann nicht stattfinden. Steht irgendwas? Schauen wir nochmal den Monitor. Schaue Monitor. Keine besonderen Merkmale. Tja. Dann gehen wir doch nochmal nach Norden. Und schauen uns nochmal den Mann an. Sieht ja aus wie ein normaler Mann. Was haben wir hier noch? Glaswand und ein Knopf. Klopfe mal an die Glaswand. Klopfe an Glaswand. Der Mann dreht sich um, springt plötzlich erschrocken auf und starrt sie an. Sehe ich jetzt mehr? Schaue Mann. Der Mann sieht in seinem Kittel aus wie ein Wissenschaftler. Dabei ist er aber jung und muskulös gebaut. In der Brusttasche seines Kittels trägt er eine Menge Kugelschreiber. Also gehört sich das ja auch als Wissenschaftler. Immer im Kittel Kugelschreiber, Reagenzgläser oder früher die Operator im Rechenzentrum, bei den Großrechnern, die haben dann so Lochkarten da drin gehabt, falls man mal schnell noch irgendwo einen Computer programmieren muss. Sein Haar ist stahlgrau. Er sieht ebenso intelligent wie listig aus. Auf seinem Kittel ist ein Namensschild aufgenäht. Das doch mal an. Und von dem Bild her muss ich sagen, sieht der weiße Kittel doch ziemlich blau aus. Schaue Namensschild. Ach ey, halten Sie sich fest, dieser Mann ist Karl, der Gott der Zerstörung persönlich. Jedenfalls steht da Karl mit C auf dem Namensschild. Das ist ja kaum zu glauben. Seine Stimme dringt durch die Scheibe. Wer sind denn Sie? Fragt er unschlüssig. Dann fällt sein Blick auf den großen Kristall, den Sie bei sich haben. Und Karlin hat den Kristall nicht gesehen und hat mir geglaubt, dass ich ihn... Na gut, sie hat es mir auch nicht geglaubt, dass ich ihn nicht habe. Den sie bei sich haben und seine Augen werden groß und kugelrund. Der Kristall! Ächzt er fassungslos. Er starrt sie seltsam an und packt die Gitterstäbe. Die Gitterstäbe der Glaswand? Schnell! Ruft er im Befehlston. Lassen Sie mich hier raus! Drücken Sie den Knopf unter dem Schlüsselbord und geben Sie mir den Kristall! Er sieht sie fragend an. Na los doch, ruft er ärgerlich und rüttelt am Gitter. Ach verdammt, sagt der Mann niedergeschlagen. Ich weiß, Sie müssen ein unsagbares Strapazen hinter sich gebracht haben, um mit diesem Kristall bis hierher zu gelangen. Sie glauben ohne Zweifel, dass ich ein böser Gott bin. Er lächelt hintergründig. Aber sehen Sie mich an. Schaue ich aus wie ein Gott? Die ganze Karl-Story ist eine riesige Komödie. Wenn Sie mich hier herauslassen, dann erzähle ich Ihnen die Wahrheit. Machen Sie das Gitter auf. So viel Vertrauen müssen Sie schon haben. Also jedenfalls sieht es hier nicht aus wie im Tempel eines Dämonen. Wir sind hier in einer Wissenschaftseinrichtung, Forschungseinrichtung oder so. Und der Mann ist kein Dämon. Also er zumindest sieht aus wie ein Mann. Und diese ganzen Monster waren auch eher Roboter. Also, was soll's. Ich lasse ihn mal raus. So, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll den Knopf drücken. Drücke Knopf. Na endlich, ruft er, als die Türe zurückgleitet. Er stürmt heraus und entreißt ihnen den Kristall. Dann eilt er in die Halle hinaus und verweilt in ihrer Mitte für einen Augenblick. Er sieht den Pavillon, der inzwischen ganz herabgesunken ist und sich völlig verwandelt hat. Er lächelt. Fantastisch, ruft er. Dann durchquert er die Halle und erreicht ihr Nordende. Dort bleibt er an einem elektronischen Gerät kurz stehen, starrt es ungläubig an und sieht dann zu ihnen herüber.
Katara ist tot? Wohl ist zerstört, die dreieugige Bestie weg und Kalin haben sie auch überrumpelt? Unglaublich, Mann. Vor ihnen muss man ja direkt Angst haben. Karlstempel Nordende. Hier findet das Wunder seine Fortsetzung. Ja, das kennen wir. Karl, oder besser Karl, wie es auf seinem Namensschild steht, ist wieder herüber zum Nordende der Halle gekommen und macht sich an der großen Maschine zu schaffen. Er steigt auf den schwarzen Block hinauf, aus dem die Elektronenkanone hervorschaut, und versenkt das Auge des Karl vorsichtig darin. Dann begibt er sich an das Schaltpult der Maschine. So, jetzt brauche ich nur noch die Sigma-Zelle. Sie steht an der Südseite der Halle. Würden Sie sie mir bitte holen? Okay, das Auge des Karl, dieser Kristall, war wohl ein Teil dieser Maschine mit der Elektronenkanone. Ja, jetzt will ich ja wissen, wie es weitergeht. Also, gehe Süden, nimm Sigma-Zelle. Ja, ein weißer, glatter Kasten von etwa der Größe einer Bierkiste mit dem Schild Sigma-Zelle. Die Sigma-Zelle ist elendschwer, aber es gelingt Ihnen, sie hochzuheben. Wohin damit? Gehe Norden. Gib Sigma-Zelle an Karl. Ein Objekt namens Karl befindet sich nicht in diesem Ort. Karl. Auch nicht. Lege Sigma-Zelle. Uff, das war Schwerstarbeit. Karl steht am Schaltpult der großen Maschine und deutet ihnen, dass sie die Sigma-Zelle auf die Plattform der Maschine legen sollen. Na los, wir helfen ihnen. Hau ruck! So, die Sigma-Zelle liegt nun auf der Plattform. Die Maschine beginnt zu summen. Karl springt vom Schaltpult herab und gesellt sich zu ihnen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist alles geschafft. Diese Maschine hier ist der Grund für den ganzen verflixten Karl-Mythos und dafür, dass ich hier über 4000 Jahre lang eingesperrt war. Es ist eine verdammt lange Geschichte. Soll ich Ihnen nun erzählen? Na, das will ich jetzt aber wissen. Ja. Karl lacht. Es wäre ja ein Wunder, wenn Sie das nun nicht mehr interessieren würde. Also hören Sie gut zu. Ich bin kein Mensch, obwohl ich so aussehe. Ebenso waren Kalin und Katara. Wir stammen von einem Planeten, der so weit entfernt ist, dass Sie es nicht vorstellen können. Vor 4000 Jahren kamen wir mit einem Raumschiff in diesen Teil der Galaxis. Wir waren auf der Flucht. Wir stießen auf die Erde und fanden, dass es hier günstige Lebensbedingungen für uns gab. Es schien uns ein sicherer Platz vor unseren Verfolgern zu sein, und so landeten wir. Ja, hier hieß es ja im Tagebuch, dass sie herabgefahren sind. Stand das? Die Wesen sollen einst aus den Weiten des Kosmos auf die Erde herniedergefahren sein. Also doch irgendwas an der Legende dran. Wir brachten unsere Geräte hierher, demontierten das Raumschiff und errichteten diese Station, in der wir einige Zeit ungestört verbringen wollten. Wir nahmen auch diese große Maschine hier mit, den sogenannten Molekularmodulator. Der Molekularmodulator ist eine unglaubliche Erfindung. Mittels eines Mesonenstrahls kann man damit Moleküle aufknacken, sie umsortieren und neu wieder zusammenschmelzen, sodass man fast jedes beliebige Material in ein beliebiges anderes umwandeln kann. Man könnte damit tatsächlich aus Blei Gold machen. Das Herz der Maschine ist, wie Sie wahrscheinlich schon vermutet haben, jener Kristall, den Sie als das Auge des Karl nennen. Damit begann dann auch die Katastrophe. Also so eine Art Replikator oder sowas. Zu der Zeit, als wir auf der Erde landeten, war hier gerade eine andere raumfahrende Rasse zu Gast. Die Menschheit war eine wilde Horde abergläubischer Barbaren, aber sie verstanden sich gut mit der anderen Rasse, die sie die alten Wesen nannten. Sie tolerierten uns anfangs, da wir uns ruhig verhielten. Doch dann tanzte Kalin plötzlich aus der Reihe und brachte auch Katara auf ihre Seite, der schon immer in die alte Schachtel verliebt war. Sie sperrten mich hier unten ein, ließen sich im Modulator zu regelrechten Monstern umwandeln und begannen, die Erde zu terrorisieren. Katara tat das unter meinem Namen, weil er ein verdammter Feigling ist. Schließlich wurde das den alten Wesen zu viel und Laras geriet in einen riesigen Streit mit Katara. Währenddessen drang Tell hier ein und stahl, ich muss zugeben berechtigterweise, den Kristall des Molekularmodulators. So konnten Kalin und Katara keinen Unfug mehr anstellen. Unser Raumschiff konnte nun allerdings auch nicht mehr starten.
Kalin baute dann dort oben die schwarze Stadt und hoffte darauf, dass sie eines Tages den Kristall zurückerhalten würde, um sich wieder als Rachegöttin aufspielen zu können. Gott sei Dank bekam sie ihn nicht. Ja gut, dass ich ihn ihr auch nicht gegeben habe. Mein Pech dabei war, dass ich wegen dieser leidigen Geschichte nun schon so lange hier unten eingesperrt bin. Ich habe nämlich eine ziemlich wichtige Mission zu erfüllen und die hätte ich schon vor 3900 Jahren in Angriff nehmen müssen. Aber jetzt, da der Kristall wieder hier ist, kann ich die Sigma-Zelle wieder aufladen, die ich für den Heimflug brauche. Er deutet auf das Objekt, das einmal der Pavillon war und das nun auf dem Boden der Halle steht. Und da die Station mein Raumschiff automatisch schon wieder zusammengebaut hat, steht meinem Rückflug nun nichts mehr im Wege. Das heißt, fast nichts. Leider habe ich ein kleines Problem. Darf ich Ihnen davon erzählen? Ja, klar, komm auf. Das Problem liegt darin, dass Kalin und Katara nun nicht mehr mit von der Partie sind. Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine Mission zu erfüllen habe. Eine sehr wichtige Mission sogar. Aber allein kann ich sie nicht bewältigen. Ich stamme von einer Welt, die seit langer Zeit von einer Rasse von Unterdrückern beherrscht wird. Und ich bin so etwas wie eine Schlüsselfigur im Kampf um die Freiheit. Es ist eine schöne Welt, von der ich stamme, erzählt Karl. Wir leben nicht an der Oberfläche des Planeten, sondern in gigantischen Hohlräumen unter der Erde, die so groß sind, dass bequem Flugzeuge darin fliegen können. Eine Hohlwelt. Oder? Das Sonnenlicht wird durch Adern von kristallinen Gesteinsschichten hinabgelenkt. Dann winkt er ab. Ich komme ins Schwärmen, erklärt er. Tatsache ist, dass ich den Kampf um die Freiheit der Höhlenwelt nicht alleine führen kann. Ich brauche Hilfe. Es sind einige Aufgaben zu erledigen, für die Kalin und Katara vorgesehen waren. Aber da die beiden jetzt nicht mehr da sind, mein Problem beginnt sogar schon hier. Alleine kann ich das Schiff nicht starten. Karl runzelt die Stirn und sieht sie an. Wie wäre es mit Ihnen? Sie sind ein kampferprobter Abenteurer, wie man selten einen trifft. Mit Ihnen hätte ich eine gute Chance. Mit Ihnen hätte ich gute Chancen. Wollen Sie mir helfen und mit mir zur Höhlenwelt zurückkehren? Noch mehr Abenteuer? Ja, komm, natürlich. Ja. Wirklich? Fragt Karl ungläubig und hocherfreut zugleich. Nun, es ist eine gefährliche Mission, aber ich verspreche Ihnen eine großartige Reise und ein fantastisches Abenteuer. Also los, dann packen wir es an. So, das ist fertig, sagte Karl. Er steigt auf die Plattform und nimmt die Sigma-Zelle, die plötzlich federleicht geworden ist. Er trägt sie in das Raumschiff und montiert 5 Minuten lang herum. Danach steigt das Raumschiff plötzlich in die Höhe, kehrt aber bald darauf wieder zurück. Karl erscheint wieder, geht zum Molekularmodulator und drückt ein paar Knöpfe. Jetzt ist alles geschafft, sagt Karl. Er nimmt sie behutsam an der Hand und führt sie zum Südende der Halle. Die Einstiegsluke des Raumschiffs steht offen. Nur nicht nervös werden, sagt er. Nach dem, was Sie schon alles durchgemacht haben, dürfte eine Raumreise für Sie ein Klacks sein. Im nächsten Moment betreten Sie schon das Raumschiff. Die Tür schließt sich geräuschlos hinter ihnen. Im Raumschiff. Ringsherum blinken Lichter und flimmern Monitore. Ein leises Summen erfüllt den Raum. Vor einigen breiten Konsolen stehen 3 Pilotensessel und über ihm befindet sich ein großes Sichtfenster, durch das jetzt allerdings noch nichts zu sehen ist. Die Monitoren was sehen? Show-Monitore. Es gibt einige Monitore hier, allerdings zeigen sie momentan nur lange Reihen verwirrender Zahlen. Karl kommt zu ihnen herüber, drückt sie in einen der Pilotensessel und schnallt sie fest. Er instruiert sie, welche Schalter sie wann zu betätigen haben und erklärt ihnen, welche Monitore sie im Auge haben müssen, behalten müssen. Karl selber setzt sich in einen Pilotensessel und schnallt sich an. Also dann, sagt er, es geht los. Er betätigt ein paar Schalter. Und plötzlich ertönt ein ohrenbetäubendes Fauchen und sie werden von einer enormen Kraft in ihren Sitz gedrückt. Es lässt gleich wieder nach, ruft Karl herüber. Und so ist es auch. Kaum eine Minute später durchstoßen sie die Wolkendecke und die ersten Sterne werden durch das große Fenster sichtbar. Das war's wohl. Viel Glück auf der Höhlenwelt, Mac Mulligan. Wir bleiben hier und sehen zu, dass wir ihr kommendes Abenteuer auf den Bildschirm kriegen. Hexuma 2. Dämmerung auf der Höhlenwelt. Ende. Das war Hexuma. Wir sehen Game Over, aber nicht im negativen Sinne, sondern wir haben es geschafft und haben, ja, also wir haben nicht den Dämonen Karl vernichtet, aber wir haben
Karl, also wir haben das Böse besiegt, wir haben Karlin und den, wie ist der andere, also wir haben jedenfalls die beiden Bösen platt gemacht und wir haben Karl geholfen zu entkommen und sind zusammen unterwegs auf eine wichtige Mission in Hexuma 2, Dämmerung auf der Höhlenwelt. Und dieses Spiel ist leider nie erschienen und der Autor Harald Evers ist ja auch inzwischen verstorben, also wird es wohl nie mehr kommen. Ja, ein langes Spiel, ein langes, komplexes Spiel liegt hinter uns. Wir haben 1595 von 1617 Punkten in 2100 Spielzügen erreicht. Also man hätte noch ein paar Sachen wohl irgendwie besser machen können, aber ich würde mal sagen, das ist schon ganz gut. Ende mit Enter. Ende mit Enter. Enter. Ja, und mehr kommt dann jetzt auch nicht mehr. So, das war Hexuma, das Auge des Karls. Eines der letzten großen Text-Adventures. Eines der letzten großen deutschen Text-Adventures. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand, es war eine sehr interessante Geschichte. Sehr gut, sehr witzig geschrieben zwischendurch. Der Parser, ein bisschen quälend, die Texte hätten durchaus noch lektoriert werden können. Also ein schönes Spiel, aus dem man mit etwas mehr Aufwand noch mehr hätte machen können, aber ich denke mal, wir haben das Rätsel gelöst, wir haben Karl gerettet und sind auf dem Weg, um eine andere Welt zu retten. Das hat sich doch auf jeden Fall rentiert, oder? Ja, wie hat es euch gefallen? Habt ihr es auch mal probiert? Habt ihr Erfahrung mit anderen Text-Adventures? Ja. Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen Text-Adventure-Pause. Vielleicht spiele ich irgendwann nochmal eins, aber ich glaube, als nächstes ist, wenn, mal wieder ein Grafik-Adventure fällig, wo ich mich nicht so sehr mit dem Parser herumschlagen muss. Vielleicht ja auch mit einem anderen zusammen. Wir schauen mal. So, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra. Aha. Da haben wir ja Ed, den Chef. Selbstgefällig beobachtet er seine hart arbeitenden Angestellten. Aber aus Erfahrung wissen sie, dass etwas wenig Angenehmes auf sie zukommt, wenn er diesen Blick drauf hat. Ups, hab ich wohl den Eimer umgestoßen.